Hey ho ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute schminken wir diesen Herbstlook. Ja, mit diversen neuen Sachen und auch einigen alten. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie das hier entstanden ist, dann bleibt dran, es geht direkt los. Ihr Lieben, ach ja, endlich schminken. Pass auf, das ist so ein bisschen mischi-mischi, das Video. Ich mache zum einen einen Herbstlook. Natürlich ist es jetzt Herbst, ist klar. Und zum anderen zeige ich euch ein paar neue Produkte. Und zwar fange ich an mit dem Farsali Liquid Glass. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Radiance Make Skin Serum. Mit Hyaluronsäure, wie immer. Alles ist im Moment mit Hyaluronsäure. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, es sieht so gräulich-bläulich aus und es ist extrem flüssig. Fühlt sich auf jeden Fall interessant an. Ich hatte ja schon die Unicorn Essence. Ich habe die tatsächlich häufiger mal benutzt. Fand die jetzt nicht irgendwie überragend, aber ganz nett. Genauso wie diesen Blur Primer. Den finde ich auch ganz okay. Aber ich weiß nicht warum, aber mich hat das hier so angesprochen. Das ist halt echt so eine ziemlich flüssige Geschichte und ja, ich hatte das gesehen bei Emily Noel und sie hat gesagt, es ist nett, aber man sieht nicht viel von diesem Radiance am Ende. Das ist ja oft so, aber ich dachte, vielleicht ist es so eine ganz ja, nette Grundlage fürs Make-up und damit fange ich jetzt mal an. Meine Haut geht übrigens schon viel besser. Aber sie ist krass, sobald ich sie berühre, wird sie rot. Genau. Meine Haut, ihr geht es besser. Was wollte ich noch sagen? Ja, aber meinem Schnupfen nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe seit einem halben Jahr Schnupfen oder so. Und es ist mal wieder besser, dann ist es wieder schlechter. Also, keine Ahnung, es nervt total. Also kann es sein, dass ich immer noch mal so ein bisschen näselnd klinge. Es bleibt klebrig. Ich habe das Gefühl, es ist im Moment in, dass Produkte so ein bisschen klebrig bleiben. Ja, wir werden sehen, ne? Wir werden sehen, was die Foundation hinterher... Es ist wirklich ganz schön klebrig. Ich habe wie immer alles vorher drauf, Sonnenschutz und so weiter. So wie ich es halt immer mache, aber auch schon eine ganze Weile, bestimmt schon 2-3 Stunden ist das her. Ich dachte mir, wir schminken hier mit einem Look und zwar mit der Revolution Pro Earth and Stone Palette. Die sieht so aus. Schicki, ne? Hallo Herbst, da bist du. Ich habe sie mir jetzt geholt, weil ich so übertrieben verknallt bin in diese Palette, die Revolution Pro Night and Day Palette. Ich benutze die sehr häufig, muss ich sagen. Ich finde die außerordentlich schön. Die haben ja beide dieses, hier sieht man es vielleicht so ein bisschen, wie so eine Art Schlangenprint. Ja, ich weiß nicht, die fühlen sich irgendwie gut an. Ich finde die, ich bin einfach begeistert, von der zumindest. Mit der habe ich schon mal gestern rumgespielt und ja, das wollen wir jetzt heute auch tun. Diese Zettelchen, oh, die, ich hasse die, ne? Warum gehen eigentlich alle so hier drauf ab? Auf dieses Abreißen von Spiegeln, von Spiegelfolien. Ich finde es gar nicht so spektakulär. Ich nutze aber auch selten diese Spiegel hier, ne? Ja. Egal, diesen Zettel hier schmeiße ich weg, weil euch die Namen zu verraten, ist mir auch egal, wie die heißen. Ganz ehrlich, ich bin da voll leidenschaftslos, was das angeht. Ich habe auf meinem Augenlid schon mal den Paint Pot ein bisschen drauf, habe den auch nicht gesettet oder sowas und ziehe euch jetzt mal so ein kleines Stückchen ran. Und wir fangen an mit, womit fangen wir denn mal an? Mit diesem Rosé-Ton hier oben. Der hat so einen leichten Schimmer und ich gebe mir den einfach mal hier oben so leicht an den braunen Bogen, weil ich finde, lässt sich alles andere so ein bisschen schöner verblenden, hat schon mal hier so eine leichte, ja, smoothe
Oberfläche und ich mache das immer ganz gerne. Ich nehme jetzt auch wieder hier meinen Spiegel zur Hand, damit komme ich besser klar. Und dann nehme ich diesen Ton hier. Man muss sagen, alle sind so, also so super matt ist hier nichts. Die beiden sind am ehesten matt und alles andere hat irgendwie in irgendeiner Art und Weise Glow, Schimmer oder ist ein Satin-Finish, so wie das hier. Das ist so ein bisschen Satin-mäßig. Und ganz ehrlich, ich habe gestern schon mit diesem Ton gespielt und ich finde den so schön. Ich weiß nicht, der ist so... Der hat halt so einen ganz, ganz, ganz leichten Glow, den man aber nicht so sofort sieht, sondern so zwischen Glow und Matt. Und ich finde den einfach toll. Den gebe ich mir jetzt hier so ein bisschen drauf. Und ruhig schön hoch, ihr wisst, bei mir sieht man am Ende nichts davon. Telefon. So, und wir bleiben natürlich wie immer recht einfach. Ich nehme jetzt das Grün mit dem Finger. Schön, ne? Und presse mir es erstmal auf. Und dann nehme ich mir nochmal einen Pinsel und gehe nochmal in das Grün rein. Und versäuber mir das jetzt alles, ziehe das ein bisschen hoch und verblende das ein bisschen. So machst du Feinarbeiten, weil die kann man mit dem Finger natürlich immer nicht so toll machen. Aber mit dem Finger kriegt man, finde ich, eben einfach das ja, meiste Produkt aufs Augenlid. Es geht übrigens auch mit dem Pinsel gut. Also für Leute, die sagen, nee, mit dem Finger auftragen, das ist nicht meins oder so. Oder es gibt ja auch viele, die so extrem lange Fingernägel haben, wo es immer schwierig wird, irgendwas aufs Auge zu bringen. Geht es halt auch mit dem Pinsel. Und es geht bestimmt natürlich noch besser, wenn es angesprüht ist. Das können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ich verblende das mir aber erstmal so ein bisschen und dann gucken wir nochmal, ob wir es noch ein bisschen intensiver hinkriegen können mit einem feuchten Pinsel. Das Grün ist wirklich richtig schön. Ich bin ja, weiß ich nicht, eigentlich gar nicht so für Grün. Und ich bin ja eigentlich auch gar nicht so für Blau, aber wenn ich es drauf habe, denke ich mir so, wow, voll geil. womit spritzen wir denn mal hier so ein bisschen? Was nehmen wir denn da? Ist ja scheißegal, ne? Nehmen wir das gute alte Fix Plus. Ich gehe erst in die Farbe und sprühe es dann an. Ja. Ja. Ist okay. Also es wird schon ein bisschen metallischer noch. Finde ich ganz gut. Aber es muss nicht sein. Also man kann es halt auch... Ich mache es irgendwie super selten mit diesem Ansprühen und so. Weil ich finde, meistens kriegt man mit dem Finger schon ein ganz gutes Ergebnis. So, und jetzt nehme ich diese monstergeile Farbe, Leute. Die Farbe ist der Wahnsinn. Guckt mal. Die ist Duochrome. Die ist so orange, pink, alles Mögliche. Die ist natürlich ziemlich... chunky, ja, also die ist sehr krümelig, aber die ist halt auch sehr glitzerig. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Pinsel von eben und drücke mir das jetzt noch hier vorne so drauf. Der Pinsel ist ja noch so ein bisschen feucht, deshalb ist es gar nicht so schlecht. Und ich ziehe mir das einfach so ein bisschen rüber und gucke dann, was es für einen Effekt hat, nämlich einen ziemlich geilen. Okay, ich habe Fallout. Klar, bei so viel Glitzer, Flitzer und draufpacken bleibt das nicht aus. Ne? Also ich finde Fallout jetzt nicht geil, aber es ist auch nicht das Schlimmste. Deshalb mache ich auch immer zuerst mein Augen-Make-up, damit ich das so ein bisschen wegfegen kann. Ja, ich habe jetzt hier überall so ein bisschen Glitzer. Gut. Ist so, wie es ist, ne? Können wir jetzt nicht ändern. Ist ein bisschen doof.
Würde ich vielleicht das nächste Mal, wenn ich wirklich so eine intensive Geschichte mit dieser Palette mache, vielleicht so Augenpatches drunter machen oder so, ne? Man muss tatsächlich sagen, von diesem Farsali sieht man jetzt eigentlich nichts. Ja. Es fühlt sich sehr gut an. Es ist ziemlich, ja, reichhaltig. Ja, aber es ist nicht zu reichhaltig. Also ich finde, die Unicorn Essence sind, das ist reichhaltiger. Das ist mehr auf der Haut. Hier ist es halt so ein bisschen klebrig. Fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an. Ist aber jetzt so auf den ersten Blick nichts Spektakuläres, würde ich sagen. Das ist ja ein bisschen so ähnlich wie diese Becca. Wartet. Wo sind sie? Becca Skin Love Glow Elixir. So ein bisschen so ähnlich ist das. Das ist ein bisschen reichhaltiger, dieses Glow Elixir. Und glowiger auf jeden Fall als das. Aber so ist alles so ein bisschen so eine Familie, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall interessant. Ich mag diese Produkte. Ich habe tatsächlich jetzt gerade keine neue Foundation am Start, die ich euch noch nicht so gezeigt habe. Ich habe... auf dem Weg zu mir, aber es hört ja niemals auf. Aber ich würde gerne nochmal die Urban Decay Stay Naked benutzen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe die in der letzten Zeit schon häufiger mal benutzt. Und ihr habt ja meine Review vielleicht gesehen. Guckt es euch gerne mal an. Ich liebe die Foundation, Leute. Was soll ich sagen? Also sie ist ja ein bisschen umstritten wegen des hohen Alkoholgehaltes da drin. Aber... sie verschmilzt so geil mit der Haut. Sie sitzt den ganzen Tag so genial. Sie ist halt matt. Ja, das muss man einfach sagen. Sie ist nicht glowy, aber sie... ich finde sie spektakulär. Ich trage sie heute mal hier mit auf. Und zwar ist das aus der neuen Real Techniques Limited Edition, diese Brush Crush Nummer 3. Ich muss halt sagen, es sieht mega aus. Ja, es hat mich halt super angesprochen vom, ja, vom Style. Allerdings finde ich es super billig, also so richtig, ihr hört, so richtig Billo-Plastik, ne? Und leider kam der bei mir auch schon total verkratzt aus der Verpackung. Ich hatte jetzt echt erst überlegt, ob ich den umtausche, habe es dann aber doch nicht gemacht, weil ich mir so denke, der nächste ist wahrscheinlich auch verkratzt oder er verkratzt dir dann hier halt, wenn du ihn benutzt. Und habe es jetzt einfach behalten, weil ich wollte es unbedingt ausprobieren. Das hier ist die Nummer 001. Das ist der Foundation Brush. Und ich trage damit jetzt mal meine Foundation auf. Und wir werden mal sehen, ob mir das gut gefällt. Oh ja, der fühlt sich auf jeden Fall... also das ist halt diese Art von Pinsel, die sehr, sehr synthetisch sind. Also sehr synthetisch. Synthetisch ist synthetisches Haar, ja. Oh, ich habe alles vergessen. Ich habe gar kein Bye Bye Redness, gar keinen Under Eye Corrector drauf gemacht. Na gut, dann müssen wir es jetzt so. Dann machen wir es jetzt einfach mal ohne. Also es gibt ja die synthetischen Pinsel, die irgendwie sich so anfühlen, als wären sie nicht synthetisch. Wenn ihr wisst, was ich meine. Die mag ich normalerweise lieber, weil das hier fühlt sich schon ziemlich stark nach Plastik an. Aber macht jetzt auf den ersten Eindruck gerade einen ziemlich coolen Job, würde ich sagen. Der hat gerade sehr viel Foundation geschluckt, finde ich. Aber gut, beim ersten Mal benutzen ist es vielleicht jetzt auch einfach so, der hat sehr viel Produkt jetzt gerade in sich reingesogen. Aber es geht mit dem gut. Es geht mit dem gut. Ich muss halt auch sagen, diese Foundation, da muss man nicht viel mit machen, ne? Die macht man aufs Gesicht und sie ist drauf. Ich habe mir ja auch mal so ein paar Reviews angeguckt, wenn so viele gesagt haben, dass sie so ultra schnell quasi antrocknet und man sie dann nicht mehr bearbeiten kann. Ich weiß nicht, ich komme richtig gut mit der klar. Ich sehe jetzt gerade ein bisschen aus wie so eine Kalkleiste. Ich will hier nochmal ein bisschen aufbauen. Da ich ja jetzt unten drunter alles vergessen habe, benutze ich vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen Concealer. Aber erstmal noch so ein kleines bisschen nach von der Foundation. Und gehe mir hier nochmal so ein bisschen hin. Ihr wisst ja, wo ich meine Problemzöhnchen habe. Und
Also Pinsel macht gerade für mich einen richtig guten Eindruck. Also meine Enttäuschung wegen des Stils, des Verrammelten, freue ich mich aber gerade darüber, dass ich richtig gut hiermit meine Foundation auftragen kann. Vielleicht sollte ich gerade gleich mal einen Creme Rouge nehmen, ob man mit dem auch so schön Creme Rouge auftragen kann. Das können wir eigentlich mal machen. Das machen wir gleich. Wow, richtig gut. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Also der Pinsel hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss ich echt gestehen. Jetzt haben wir hier so ein bisschen auf meine Rötung. Aber ich gebe mir jetzt auch gar nicht so viel Mühe, die Rötung wegzukriegen, weil Leute, ich muss euch ehrlich sagen, im Moment diese, insbesondere diese beiden Stellen hier bei mir, die kommen immer wieder durch. Und auch diese Ecken. Es ist wirklich scheißegal, was ich mache. Sie kommen immer wieder durch. Also von daher lassen wir es so. Diese Fasali-Tropfen sagen natürlich auch, dass man sie in die Foundation reinmischen kann. Das hätte ich ja vielleicht mal machen können, ne? Mache ich einfach mal beim nächsten Video. Da mische ich mal ein bisschen. Wäre vielleicht gerade nicht schlecht gewesen für diese recht matte Foundation. Okay, jetzt ist es aber drauf, jetzt ist es egal. Ich probiere es auf jeden Fall aus und lasse es euch mal wissen. Weil, ja, interessant. Und wenn man sie vielseitig benutzen kann, ist es auch interessant, weil sie sind schweineteuer. Muss man so sagen. Ich mache jetzt erstmal kurz das Augen-Make-up fertig und ich würde sagen, ich nehme. Es ist natürlich ziemlich viel Gedöns jetzt hier. Viel Glitzer drin. Dieser Ton, ne? Ist so geil. Aber der ist natürlich auch sehr, sehr krümelig, wie ihr sehen könnt. Ich gehe jetzt nochmal einfach, ganz einfach in diesen Ton hier rein und gebe mir den einfach nochmal unter das Auge und das reicht dann auch. Ich bin ja gerade so, also. Bei Augen-Make-ups, ja, man kann natürlich mit 400 Farben auf dem Auge, hier und dies und tralala und Instagram und das ist auch schön und so, keine Frage, das ist halt schon eine Kunst. Ich muss aber sagen, für mich ist es unrealistisch, also ich mache das nicht. Ich gucke halt, was mir gefällt und das mache ich drauf und gerade auch wenn man so wenig Augenfläche hat wie ich. Geht halt das meiste auch überhaupt nicht. Also ich krieg das gar nicht so hin. Selbst wenn ich es könnte, könnte ich es nicht. Mal kurz hier wühlen. Ich nehme noch mal dieses Rosa hier oben und gebe mir das noch ein bisschen in den Innenwinkel. Das hat so einen ganz leichten, dezenten Schimmer. Es ist nicht so super metallisch oder so, sondern hat einfach so ein bisschen, ja, Strahlkraft. Ich finde die Paletten toll. Also ich kann ja hier nochmal so zwei, drei Töne, die ich jetzt eben nicht benutzt habe, nochmal swatchen. Für euch und für mich. So, insbesondere mal gucken, was das Schwarz so sagt. Tja, swatchen Leute, ne? Schwarz. Das ist dieses Gold. Irgendwie ist hier alles überbelichtet. Okay, das matte Braun. Dann haben wir noch so einen Kupferton. Und dieser Topper. Ja. Machen auf jeden Fall allen einen ziemlich guten Eindruck. Sind ein bisschen auf der krümeligen Seite. Ein bisschen krümeliger, finde ich, als die andere Palette. Aber trotzdem kann es sich sehen lassen, muss ich sagen. Wollt ihr von diesen beiden Paletten nochmal ein separates Video mit Swatches, Looks und so weiter. Sagt mir Bescheid, weil ich habe tatsächlich das Gefühl, dass super, super viele interessiert an diesen Paletten sind. Und videotechnisch kann ich jetzt auch nicht so viel Tolles finden. Vielleicht interessiert es euch, sagt es mir auf jeden Fall, wenn ihr gerne dazu noch separate Videos haben möchtet. So, ich habe mal gerade ein bisschen Wimperntusche drauf gemacht und weil ich gucken wollte, ob der sich auch gut für Creme Rouge eignet, nehme ich. Kein Creme Rouge, sondern ein Liquid Blush von NARS in der Farbe Torrid. Ein Traum.
Ich gebe mir hiervon ein bisschen auf meine Palette. Es ist eine Farbe, die ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also diese sind sowieso mit Vorsicht zu genießen. Wollen wir mal gucken. Arbeite ich mal so ein bisschen in meinen Pinsel ein. Und könnte ein guter, sehr guter Pinsel für Creme Rouge sein. Bei mir hat er halt auch eine ganz gute Größe. Ja, ich habe jetzt nicht das kleinste Gesicht, nicht wahr? Macht so doch mal einen ganz guten Eindruck, ne? Was sagt ihr? Ein bisschen hier verblenden. Es ist nicht viel Rouge. Funktioniert. Funktioniert definitiv sehr gut. Das freut mich. Weil. Ja, man muss den ganz. Also, man muss wirklich, wenn man das so macht wie ich jetzt mit dem Flüssig-Rouge, muss man so ein bisschen darauf achten, dass man das auch gut in den Pinsel einarbeitet. Sonst hat man das so wie ich eben mit so einzelnen Stellen. Das klappt, finde ich, tatsächlich mit dem It Cosmetics Nummer 7 einfach wirklich am allerbesten. Aber mit dem geht's auch. In der Kamera. In der Kamera sehe ich ein bisschen overblushed aus. Nur ein bisschen. Das macht mir aber nichts aus, das wisst ihr doch, Kinder, ne? Das wisst ihr doch. Ein bisschen geht noch, ne? Ja. Das lasse ich jetzt auf jeden Fall erstmal so. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Puder auftragen und Bronzer und so, dann ist es auch nicht mehr so. Dann habe ich natürlich auch noch den zweiten gekauft, ja, also das ist eigentlich der mich am meisten interessiert hat, der Nummer 3. Das ist ein Puderpinsel, wobei ich ehrlich gestehen muss, ich kann es mir zum Pudern, wir pudern jetzt mal damit. Ich kann es mir nicht so gut vorstellen, aber wir tun es trotzdem. Und zwar nehme ich da das Milk, wie heißt es eigentlich, Milk Blur and Set. Habe es euch, glaube ich, noch nicht gezeigt, ne? Das hat so ein Netz. Ich liebe ja Puder, die so ein Netz haben. Und ich finde auch das Puder richtig gut. Ich habe das gesehen bei Charash. Der hatte das, also ich habe das schon bei vielen gesehen. Und sehr viele haben schon gesagt, oh, sie finden das voll toll. Und dann habe ich das bei Charash eines Nachts gesehen. Ich verlinke mal seinen Kanal. Und dann habe ich das bestellt. Auf der Stelle. Er hat so davon geschwärmt und ich muss euch einfach sagen, es gibt halt YouTuber, nicht, ich will keinem irgendwas unterstellen, aber ich persönlich glaube mehr kleineren YouTubern oder ich glaube halt dem einen YouTuber mehr als dem anderen oder ich lege mehr Wert auf die Meinung von verschiedenen YouTubern, wollen wir es mal so sagen, als auf anderen, also als bei anderen. Ne? Es gibt halt welche, wo ich denke, na, die glaube ich heute mal nicht. Es gibt halt einfach welche, auf deren Meinung ich mehr Wert lege und ich wurde nicht enttäuscht. Ich finde das Puder ziemlich gut, muss ich sagen. Ist es das beste Puder und müsst ihr das unbedingt jetzt haben, wenn ihr schon 10.000 andere Puder habt, die ihr auch gut findet? Ich würde sagen, nein. Es ist aber sehr gut. Ja. Bronzer. Ich nehme diesen Pinsel jetzt auch gleich mal zum Bronzen, weil ich glaube, das ist eher das, wofür ich ihn benutzen werde. Ich finde nämlich, er ist relativ festgepackt. Und das finde ich ganz gut, weil ihr wisst ja, ich hasse es, wenn ich Produkt Stunde um Stunde aufbauen muss. Und ich finde, bei Pinseln, die sehr weich und fluffig und flutschig sind, muss man halt oftmals aufbauen. Und ich glaube, dass der hier es sehr gut hinkriegt, relativ viel Produkt zu packen und es auf mein Gesicht zu bringen. Ich habe aber das Gefühl, er packt besser das Produkt, als dass er es auf mein Gesicht bringt. Aber es ist schon okay, ne? Ich sehe ganz schön matt aus heute, was? Ach, ist ein Look, der auch manchmal geht.
muss ich sagen, im Moment trage ich relativ häufig so ein etwas matteres Finish. Das gefällt mir aber auch im Moment. Müsst ihr diese Pinsel haben von Real Techniques? Ich würde sagen nein, aber der Sammlerherz, das Sammlerherz, ne? Ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung. Wir machen mal schnell das Gesicht fertig. Da habe ich nichts weiter noch Neues. Aus gegebenem Anlass möchte ich gerne den Amreezy Highlighter benutzen. Ich habe gesehen bei Trendmode, dass er wieder kommen soll oder dass sie ihn schon wieder rausgebracht haben auf der Anastasia Beverly Hills Seite selbst. So wie ich das... Oh, scheiße. war das? Da hat sie ein bisschen zu viel genommen, die Alte. Oh. Okay. Ja, genau. Er soll wiederkommen. Oder er ist schon wieder da. Ob und wann und wie er für uns jetzt hier erhältlich ist in good old Germany, kann ich euch nicht sagen, leider. Ich halte euch auf jeden Fall bei Instagram auf dem Laufenden. Wenn ich irgendwas mitkriege, dass der irgendwo lieferbar ist, sage ich es euch, weil sehr viele sind scharf auf diesen Highlighter und das ist auch zu Recht. Also er ist ein wunderschöner Highlighter, ja. Er ist sehr schön. Er ist Gold, ja. Aber er ist auch nicht zu Gold. Er ist wirklich sehr tragbar. Ich bin mir nicht sicher, wie es bei Leuten ist, die viel heller sind als ich. Würde ich vielleicht vorsichtig sein, aber er ist schön, ne? Also, klar. Auch hier müsst ihr nicht haben, aber das Sammlerherz... Die Sammlerherz, ich weiß, der ein oder andere von euch hat ein Sammlerherz, ja. Machen wir noch ein bisschen mehr Rouge, ne? Würde ich sagen, weil ich hatte mir eigentlich ein anderes Rouge hier hingelegt, nämlich dieses. Habe ich schon lange nicht mehr benutzt und zwar ist das von Douglas. Von der Douglas Eigenmarke in Marin Rose, ein Powder Blush, ja. Und das hat nämlich diese geile Textur, die auch die Clinique Cheek Pops haben und tatsächlich immer mehr Produkte auf dem Markt diese Textur haben. Oh, guck mal, schön. Und ich finde, es ist ein wunderschönes Rouge. Ein wunderschönes, gedeckteres, Rosé. Ich finde es wundervoll. Wundervoll. Könnt ihr euch ruhig mal angucken. Ich finde, die haben sonst leider keine weiteren so tolle, spannenden Farben, muss ich sagen. Aber das ist eine sehr schöne Farbe. Dann durfte noch was bei mir einziehen und zwar Kat Von D's Superbrow heißt das. Und das ist eine Augenbrauenpomade. Und ich bin ja eigentlich nicht so der klassische Augenbrauenpomade-Typ. Aber das stand schon relativ lange mal auf meiner Wunschliste, weil die sollen ziemlich gut sein. Ich mag ja generell die Augenbrauenprodukte von Kat Von D. Ich habe hier einmal dieses Browstruck, das ist dieses Puder, was so einen leichten Schimmer mit drin hat. So sieht es aus. Und auch den Signature Brow. Das liebe ich, das Ding. Das ist nämlich so ein kleiner, flacher, seht ihr? Also mit dem kann man richtig geil arbeiten. Ich liebe den, wirklich, den finde ich richtig gut. Ich habe beide hier in Dark Brown. Und auch das Töpfchen habe ich mir in Dark Brown geholt. So sieht das aus. Ihr seht, ich habe da schon mal so einmal kurz reingeditscht, aber das war es auch. Und ich würde mal sagen, ich als nicht besonders geübter Augenbrauenpomade-Benutzer probiere das jetzt mal aus und gehe hier mal so ein bisschen rein und guck mal, was passiert. Augenbrauenpomade ist halt immer sehr intensiv, ne? Muss man sagen. Es ist eher nichts für die softe Augenbraue. Aber ich bin auch nicht unbedingt der Typ für die softe Augenbraue. Ich mag sie gerne fluffig, aber ich mag sie auch gerne dunkel und fluffig. Vor allen Dingen hier im hinteren Bereich, wo ich nicht mehr so viel zu bieten habe. Oh Gott, ich habe schon lange nicht mehr so eine Augenbraue gehabt. Halleluja. Also mir gefällt es. Es sieht sehr schön definiert aus gerade. Man muss sich natürlich ein bisschen Zeit nehmen dafür, weil es
Ich glaube, man kann es mit so einem Zeug hier sehr schnell versauen. Ich kämme das jetzt hier nochmal so ein bisschen vorsichtig durch. Und es ist sehr intens, ne? Muss man sagen, es ist sehr, sehr, sehr. Keine Ahnung, weil ich jetzt letztes Mal so eine Augenbraue hatte, ey. No, nicht schlecht. Ich würde jetzt hier nochmal so ein kleines bisschen mit dem Überrest so ein bisschen reingehen. Sonst ist mir der Kontrast von hier vorne zu hart. Dass hier so hell ist, ne? Das ist natürlich krass, weil die schon von sich selber so ein bisschen Festigkeit gibt. Also ich mag das, ne? Also ich würde wahrscheinlich nicht jeden Tag so eine intensive Augenbraue tragen. Aber war jetzt auch einfach damit zu arbeiten. Ich habe hier einen Pinsel von Morphe, den M158. Ist jetzt nicht der feinste auf diesem Planet. Ja, also es gibt bestimmt bessere. Bestimmt. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Brow Setter von DK wollte ich gerade sagen. Nein, wirklich nicht, sondern von Benefit einmal so ein bisschen durch. Der gibt, ich finde, dieser Brow Setter, der gibt immer noch so ein bisschen, ja, Struktur und auch so einen kleinen Ticken Glanz. Wisst ihr halt, wie so ein Haargel. Deshalb mag ich das sehr gerne. Wobei ich gerade nicht das Gefühl hatte, als bräuchte ich das unbedingt, um meine Augenbrauen jetzt am Platz zu halten, ja. Gott, die sieht flawless aus. Gott, ich liebe diese Foundation, Leute. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Alkohol hin oder her. Gereizte Haut hin oder her, ja. Kann ich ein Lied von singen. Sie sieht einfach affengeil aus, ne? Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wenn ich die Foundation getragen habe oder sie trage, dass meine Haut damit gestresst ist oder so, ja, auch nicht die nächsten Tage oder sowas, sondern nee, ich habe nicht das Gefühl, dass meine Haut sie nicht verträgt. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar Lippen. Ja, wer mir auf Instagram folgt, hat schon gesehen, dass ich hart, 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 hart angefixt wurde von Paintpot, der Kanal. Ich verlinke euch den auch mal. Und zwar hat sie ein Favoritenvideo gedreht. Und diese beiden Scheißerchen waren da drin und ich so, ich habe das Video gesehen und ich so, Douglas, kaufen. Wirklich, manchmal ist es ja so, ne? Manchmal siehst du was und denkst so, okay, alles klar, das jetzt, das muss ich sofort haben. Und zwar von den neuen MAC-Lippenstiften, die heißen ja Love Me Lipsticks. Das sind die, die so einfach mega genial aussehen, ja. Oh, ich finde die so geil. Da habe ich mir zwei geholt und zwar einmal Laissez-Faire und Coffee in Six. Laissez-Faire ist so sehr cremig und sehr soft. Also das ist so ein Handtaschenlippenstift, finde ich. Den kannst du jederzeit hinschmeißen. Den kannst du jederzeit ohne Spiegel überall drauf machen. Ich kann ja eigentlich mal zeigen, ne? Also ich gucke jetzt in den Spiegel, ne? Aber es ging auch ohne. Das ist also für mich, für meinen Ton ist das so ein Your Lips But Better. Super cremig. Sehr schönes Gefühl auf den Lippen. Gefällt mir sehr gut. Aber den tragen wir jetzt nicht. Sondern Coffee and Six. Kaffee und Zigaretten. Und der ist so schön. Das ist so ein schönes, kühleres Braun-Nude. Irgendwie sowas. Ihr seht es ja. Also, ich finde es wunderschön. Und es passt natürlich jetzt auch mega zu dem grünen Lidschatten. Das ist auf jeden Fall für mich ein Herbstlook. Und mal die Haare befreien.
Ich habe die gerade frisch gewaschen und dann sitzt sie bei mir oft so fluffig. Wisst ihr, was ich meine? So, sie sind bei mir fast immer fluffig und grisselig. Und? Was sagt ihr? Meine Güte, meine Haut ist so flawless. Ich bin so begeistert von dieser Foundation, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ja, Leute, das ist so, was ich euch zeigen wollte. Mein kleiner Herbstlook. Ich glaube, ich habe schon mal einen Herbstlook gedreht und ich glaube, das war auch grün auf den Augen. Es ist irgendwie so bei mir so Wald auf die Augen, ja. Was soll's? Was ist euer Lieblingsherbstlidschatten? Das würde mich sehr interessieren und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Den kannst du jederzeit ohne Brille, ohne, oh, Leute, jetzt, den kannst du jederzeit ohne Brille. Zurück zum Text.